Ohne Wertung an Einlage gehabt, so nenne ich es jetzt einfach mal. Zwischen Rutger über Zamonski, der Box von Tuskegee, Anni Haxiliari. Es ist ein Kampf über dreimal 2 Minuten in der Jugendgewichtsklasse bis 56 Kilogramm. Für die, die jetzt hier mit Punkten so fleißig wie Michelle, dieser Kampf ist ohne Wertung, bitte nicht berücksichtigen. Einlagekampf habe ich schon stehen, ohne Wertung. Wer ist der Ringrichter? Den haben sie nicht aufgeführt. Der hat den allerersten Kampf war ja auch nicht aufgeführt. Nein, den Ringrichter. Ach so. Der Coach, der steht im Ring und wir starten gleich. Ring frei, Runde 1. Ich bin seit 2 Jahren. Ich habe
Aber ich habe dich begleitet. Dein Auto lange gefahren. Ich habe da auch mal Wenn er lange gestanden hat, die Batterie ist ja auch bei dem. Der Anni macht sich halt eine Ausbildung zum Bäcker. Er hat ein weiteres Prominentes im Boxen, und zwar in der sehr gerne schwimmt. Er startet für TuS Gerresheim. Der Anni, das ist der Boxer der blauen Ecke. Er bestritt bisher 25 Kämpfe, 21 Mal fällt bisher als Sieger den Ring. Ja, ich würde ja dieses Jahr wurde er Erster, also war die Gold-Medaille auf dem Black Forest Cup in Villingen-Schwenningen. Das ist ein Boxturnier, an dem 15 Nationen teilnehmen, also wirklich nicht zu unterschätzen. Betreut wird er von Steffen Müller. Ring frei, Runde 3. Heimische Presse, ne? Ich kenne sie ja, ne? Ja, ja. Und ich nur und der Andreas Dorn, weil wir gut und gerne Freunde sind. Und er hat einen alter Boxer, der hatte Ehrennamen und so ein Ausweis, dass er auf alle Veranstaltungen kopflos reinkommt. Da hat er und das hat er doch einfach mal gute Besserung. Also ich komme ja auch mal Kampf im Ring. Das ist schon, ne? Und da steht auf der Rückseite, dass er ja, das hat er auch. Da steht auf der Rückseite, dass er in ganz Deutschland, ne, ich habe ihn ganz am Dachstein. Ich dachte, was, das ist ein Amateur, das ist ja bloß. Ja, da kommt er nicht. Ich weiß nicht, 15 Euro, ich habe jetzt einmal 15 Euro bezahlt, ich bin nie wieder hier hin. Was früher war, da war ich noch vom Rotwein, Fußball. Wir mit unserem Trainerschein, von hingehen hat man einen halben Eintritt. Ja, ja. Das hat man ja auch. So, dann sind die Söhnlinge und nehmen keine Presse raus. Ja, dann darfst du auch gar nicht mehr spielen. Ja, nee, du. Ja, nur. Die heimische Presse, die WZ und die Wuppertaler Rundschau. Ja, ja. Die sind ja bekannt, die kommen ja öfters mal vorbei, oder? Ja, aber dann werden die auch keine Filme verschwinden. Das zeigt sich. Das ist möglich. Das können die, die haben ja Hausrecht, die können ja. Ja, das ist möglich. Das Hausrecht hat er ja gebraucht. Ja, ja, und hat mich ausgeschmissen. Ja. Ach, dich? Ja, wo? In Wuppertal, in Werner Kreisbach. Ja. Ja, mich rausgeschmissen, so, da hat mir noch eine Menge gestellt. Hallo Manfred, schönen Dank für deine Arbeit, die du in der vergangenen Zeit für mich geleistet hast. Und die Kunstpresse bei mir nicht mehr bitte mit Papier. War das jetzt Profi oder Profi? Profi, also. Ich war aber der Univers 15 und der Anhang 18. Und wir alle kämpfen für die Werbung, das sagt der Name schon. Haben wir zwei Sieger hier, und zwar den Arni und den Oliver.